Das Jahr 2020 war speziell. Wir konnten nicht wie gewohnt miteinander feiern. Viele geplante Veranstaltungen und Gottesdienste fielen aus. Ostern war heuer ganz anders. Und dennoch blicken wir auf ein ereignisreiches Jahr in unserem Pfarrverband zurück, mit manch Gewohnten und vielem Neuen. Beginnen wir. Im Unterschied zu diesem Jahr konnten die Sternsinger 2020 noch von Haus zu Haus gehen und besuchten sogar den Bundespräsidenten. Gespendet haben unsere Pfarren etwas mehr als er. In Allerheiligen waren es 6.962,15 Euro, in Kindberg 13.181,88 Euro und in der Stanz 6.734,51 Euro. Danke allen, die bei dieser aufwendigen Aktion jährlich helfen. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen in Kindberg standen all jene, die besonders für unsere neue Digitalorgel durchgeführt wurden. Rund um den Valentinstag feierten wir den Gottesdienst für Liebende und danach wurde das Candlelight-Dinner im Pfarrhof durchgeführt. Bei Kerzenschein gab es ein fünfgängiges Menü inklusive Live-Musik durch ein Streicherensemble. Über 1000 Euro konnten so für die Orgel gespendet werden. Unmittelbar nach dem ersten Lockdown gab es ein weiteres Benefizkonzert für die Orgel. Klaus Steinberger gab zwei Cello-Suiten von Bach in der Pfarrkirche zum Besten. 1500 Euro konnten hier gesammelt werden für den großen Tag, an dem die Orgel dann wirklich in Kindberg ankam. Von der Feuerwehr hinauftransportiert und von Herrn Breselmeier eine Woche lang eingestellt und intoniert, konnte sie bei der feierlichen Vesper am 20. September erstmals ertönen. Sabine Monschein gab im Anschluss das erste Konzert, bei dem auch wieder über 1000 Euro gesammelt werden konnten. Die Orgel ist somit beinahe ganz abbezahlt, nur ein kleiner Teil fehlt uns noch. Die Lichtmesssammlung ist für Allerheiligen und Stanz eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Pfarren. Herzlichen Dank den fleißigen Sammlern, die in Allerheiligen 4.383,70 Euro und in der Stanz 5.834 Euro für die Pfarren einbringen konnten. Beim Gottesdienst in Kindberg wurden 629,45 Euro gesammelt. Der Fasching war noch das letzte ausgelassene Zusammenkommen. Unser Pfarrteam machte beim Faschingsumzug in Kindberg mit als gemeinsames Zirkuszelt. Für viele trieb es die Kirche zu bunt. 24 Personen traten in Allerheiligen aus, 41 waren es in Kindberg und 17 in der Stanz. Aber auch Erfreuliches gibt es zu berichten. In Allerheiligen traten 2 Personen, in Kindberg 19 und in der Stanz 4 Personen wieder in unsere Kirche ein. Die letzte Veranstaltung vor dem Lockdown war das Wirtschaftsfrühstück in Kindberg. Dort wurde die Finanzierung der Pfarren und die der Kirche im Allgemeinen vorgestellt. Ein herzliches Danke gilt in diesem Zusammenhang den Wirtschaftsräten unserer Pfarren, die für so viel in unserer Pfarre Verantwortung tragen, das finanzielle Auskommen sichern, dazu auch viele wertvolle Arbeit und Eigenleistung bieten, wie der Bau des Müllplatzes in der Stanz am Friedhof, die Holzwurmbekämpfung in Allerheiligen und Mützhofen, die Abräumaktion des Friedhofs in Kindberg und viele kleine andere Reparaturen und Arbeiten rund um unsere Kirche. Der Lockdown brachte es mit sich, dass in diesem Jahr kaum Hochzeiten gefeiert wurden. In Allerheiligen und Stanz war es jeweils eine, das sind um 5 weniger als im Vorjahr pro Pfarre. In Kindberg wurde keine einzige Hochzeit gefeiert, im Vorjahr waren es noch 8 gewesen. Immerhin wurden 2 Paare in Kindberg gesegnet. In den Lockdowns und auch dazwischen war vieles für uns in den Pfarren nicht möglich. Anderes wurde durchgeführt. So fand kein Ostermarkt, kein Kerzenverkauf rund um die Osterfeiertage, es fanden keine Pfarrfeste und auch kein Weihnachtsmarkt statt. Aber zu Ostern und zu Weihnachten gab es Postwurfsendungen für alle Bewohner der Pfarren. Es gab gesegnete Palmkätzchen, die verteilt wurden an den Einkaufsmärkten. Gestreamte Gottesdienste am Sonntag über unseren YouTube-Kanal. Ein Spielekasten in der Pfarrkanzlei Kindberg wurde eingerichtet, damit Kinder auch in schwierigen Zeiten verschiedene Spiele ausborgen und spielen können.
Ostern wurde dann im kleinsten Kreis mit je einem Vertreter aus den verschiedenen Pfarren gefeiert. Getauft wurde immer dann, wann es möglich war. Trotz der langen Zeit, wo dies uns nicht erlaubt war, konnten in Allerheiligen 24 Kinder getauft werden. Das sind 10 mehr als im letzten Jahr. In Kindberg waren es 44, das sind um 12 weniger als noch im Vorjahr. Und in der Stanz wurden 13 Kinder getauft. Das sind um 16 weniger als noch davor. Auch die Firmung fand unter veränderten Bedingungen statt. Es wurde im Freien am Volkshaus Vorplatz in Kindberg bei wunderbarer Musik gefirmt. 15 Jugendliche aus Allerheiligen, das ist einer weniger als noch im Vorjahr, 38 Kindberger und 17 Stanzer, genau gleich viel wie im letzten Jahr, empfingen das Sakrament der Firmung von mir als Pfarrer. Im Sommer konnte unter strengen Maßnahmen das Jungscherlager zu Hause in Kindberg durchgeführt werden. 42 Kinder haben daran teilgenommen. Ein herzliches Danke gilt es jenen zu sagen, die so kreativ Möglichkeiten gefunden haben, die Kinder auch im Sommer so zu begleiten und diese Tage zu ermöglichen. Auch die Sternsinger aus der Stanz haben dann verspätet im Sommer ihren Ausflug zur Sommerrodelbahn und zum Motorikpark Kogelhof durchführen können. Es war ein lustiger, unbeschwerter Tag. Die Kinder standen auch beim Kinderbibeltag im Herbst im Mittelpunkt. 22 Kinder wurden da zu echten Bibelentdeckern. Die Erstkommunion wurde auf den Herbst verschoben. Unter strengen Hygienebestimmungen und mit leider weniger Gästen konnten in den Kirchen die Erstkommunion gefeiert werden. In Allerheiligen waren es 13 Kinder, in Kindberg 39 und in der Stanz 20 Kinder, die das erste Mal die Heilige Kommunion empfingen. Mit den Erntedankfesten begann nach dem Sommer wieder der Alltag. In Kindberg wurde mit Pfarrer Steinkleibel auch nachträglich das goldene Priesterjubiläum gefeiert. Der Herbst war es auch, der so manche Veränderung brachte. Der Seelsorgeraum trat offiziell in Kraft. Das Zentralbüro des Seelsorgeraums in Kindberg wird nun von 2 neuen Sekretärinnen betreut. Petra Trieb und Claudia Eder sorgen sich um die Verwaltung. Alfred Steudenbacher hat die Friedhofsverwaltung inne und Cecilia Klampfer durfte nach vielen Jahren unermüdlichen Arbeitens ihre Pension antreten. Über den Sommer hindurch wurde auch die neue Homepage der Pfarre Kindberg gestaltet, aber auch jene vom Pfarrkindergarten. Überhaupt war das Öffentlichkeitsarbeitsteam unermüdlich im Einsatz. Zwischen Live-Gottesdiensten, Fahrblatterstellung, Postwurfsendungen und Betreuung der Facebook-Seite. Sie waren im Lockdown am meisten gefordert, die Menschen mit guten Neuigkeiten zu versorgen und Möglichkeiten zu finden, sie zu erreichen. Auch der Pfarrkindergarten hatte in der Pandemie mit sich ständig änderten Rahmenbedingungen, Vorschriften und Richtlinien herumzuschlagen. Dem neuen Kindergartenteam gelang diese erste Bewährungsprobe in wunderbarer Weise. Neben vielen neuen und kreativen Formen des Kindergartenlebens konnte auch einiges in baulicher und gestalterischer Art und Weise in unserem Pfarrkindergarten investiert werden, um den Kindern das bestmögliche Umfeld zu bieten. Auch Allerheiligen konnte nicht wie üblich auf den Friedhöfen heuer gefeiert werden. Und dabei wird deutlich, wie sehr wir diese Feiern gebraucht hätten. An der Zahl unserer Verstorbenen merken wir am ehesten die Auswirkungen dieses Jahres. In Allerheiligen wurden 38 Personen begraben, das sind 20 mehr als noch im Vorjahr. In Kindberg waren es 89 Menschen, das sind 28 mehr als im Vorjahr. Und in der Stanz waren es 30 Verstorbene, das sind 11 mehr als noch im Vorjahr. Insgesamt waren es heuer in unserem Pfarrverband also 171 Todesfälle. Im Vergleich dazu im Vorjahr waren es 59 weniger mit 112. Das Jahr endet etwas versöhnlich mit einem Weihnachtsfest, das wir zumindest in Teilen miteinander feiern konnten. Für die sehr beliebten Krippenfeiern haben wir in der Stanz und in Kindberg jeweils Alternativen gefunden. Die begehbare interaktive Krippe in der Stanz erfreute sich ebensolcher Beliebtheit wie der Krippenweg durch die Stadt Kindberg. Wie geht es nun weiter? Die Planung ist derzeit sehr schwierig.
Wir werden versuchen, den Seelsorgeraum noch weiter zu entwickeln mit den neuen Pfarren Veitsch und Wartberg Mitterdorf. Vielleicht und hoffentlich wird es wieder möglich, mehr miteinander zu feiern. Hoffen wir das Beste. Ein herzliches Danke Ihnen allen, die unseren Pfarren so treu verbunden sind. Legen wir alles in die Hände Gottes und erbitten wir seinen Segen für das kommende Jahr.